Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Stoppelmarkt in Vechta. Dann ist mal eine Bahnhaltestelle, würde ich sagen. Geil, mit der Bahn direkt auf die Kirmes. Und da die Kirmes. Die Bahnhaltestelle heißt sogar Stoppelmarkt Vechta. Nein, Vechta Stoppelmarkt. Hat auch keinen richtigen Bahnsteig, sondern einfach nur so nichts. Und wird auch nur 6 Tage im Jahr angefahren. Aber hat ein richtiges Schild. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier links ab und dann sind wir auch schon drauf. Ja, ist mal einfach. So, wir sind jetzt mal ein bisschen gegangen. Wir werden uns auch mal hier so ein bisschen einen Überblick noch mal verschaffen. Ich erkenne schon einiges wieder von damals, wo wir für eine Stunde hier waren. Heute machen wir mal ein bisschen länger, oder? Ja, einmal den Stoppelmarkt so feiern, richtig, wie er gelobt wird. Richtig. Wir werden wahrscheinlich nicht bis morgen früh um 6 durchhalten, da wir auch morgen aus unserem Hotel schon um 10 auschecken müssen. Aber ich denke mal, so bis 2 Uhr sollte schon drin sein. Das sollte gehen, ja. Ja, wir gucken einfach mal, wie lange wir brauchen. Jetzt wird aber erstmal gegessen und das machen wir hier. Bei Wurst an die Macht. Ich habe mich in Lüdenscheid irgendwie einmal verlesen. Da standen die auch und die haben hier auch so ein ganzes Areal. Die haben nämlich noch so eine Bude da hinten stehen. Und wie in Lüdenscheid stehen die aber hier direkt neben dem Dreher-Breakdancer. Bei uns stand halt der Große, hier steht der Kleine. Aber auch die Bude selbst ist hier ein bisschen verkleinert aufgebaut. Ja. Und wie ich schon fast gedacht habe, die haben tatsächlich die Kasse vom großen Breakdance hier nach Vechta verfrachtet. Und die Kasse vom kleinen Breakdance, die eine hier vorsteht, steht aktuell in Aachen vom Bus. Ja, hier lohnt es sich wohl mehr. Ja, und die verdeckt auch quasi das ganze Geschäft. Ja. Gegessen wird heute klassisch. Ja. Frikadelle mit Currysoße und Brötchen und Pommes und Mayo und Pizza und Wasser und alles. Ich sag nur Wurst an die Macht. Wurst an die Macht. Ohne Wurst. Die Frikadelle ist aufgegessen. Ja. War es denn lecker? Ja, war lecker. Da werden wir jetzt hier vor diesem lauten Gerät, Getriebe heute bis hinter Tupfingen, einmal einsteigen. Chips haben wir noch aus Kleve. Ist hier ein Gulli oder so? Eben. Dann werden wir da jetzt mal einsteigen und eine Runde drehen. Fast gefahren, dann war ordentlich. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass es bald auch wirklich so voll wird, wie immer alle sagen, und hier der Ultra-Abriss ist. Und ihr habt ja alle schon geschrieben, ihr müsst unbedingt nach Vechta kommen, auch abends, da geht es richtig ab. Ich bin gespannt. Jetzt um 17 Uhr geht hier noch nicht so viel ab. 18 Uhr. 18 Uhr. Aber jetzt kommt wahrscheinlich wieder die Ausrede, es war viel zu warm. Ja. Aber so warm ist es jetzt auch nicht. Es war auch schon deutlich heißer dieses Jahr. Naja, ich bin gespannt. Vechta, 6 Tage ist hier Ramazamba beim Dreher Breakdance. Ich weiß gar nicht, kennt ihr das? Wir haben ja hier unsere Kameras. Die sind an solchen Klemmen dran. Die machen wir mal hier vorne an diesen Stangen an den Gondeln dran. Dreher hat jetzt neue Gondeln gekriegt vor nicht allzu langer Zeit. Beziehungsweise teilweise neue Gondelabdeckungen. Diese hier, da sind keine Stangen mehr vorne dran. Da sind einfach nur noch Schrauben drin. Und ja, ein bisschen unvorteilhaft, wenn man filmen will. Wir müssen uns dann immer noch eine alte raussuchen. Wir schauen später sicherlich nochmal vorbei und jetzt gehen wir einfach mal über den Platz. Werden uns einen Überblick verschaffen und früher oder später, wenn wir irgendwas Cooles finden oder was fahren wollen, dann nehmen wir euch natürlich auch mit. So, liebe Leute, wir befinden uns jetzt hier vor dem Pandora zum Beispiel, aber auch vor Beachjumper. Und Beachjumper werden wir jetzt fahren. Wir haben ja letztes Mal hier
prächtig das Fächerspiel gewonnen. In Kleve. Da haben wir leider keinen Vlog gemacht, aber ihr konntet euch das Onride gerne ansehen. Und mit diesem Chip werden wir heute eine weitere Fahrt machen und das Fächerspiel spielen. Richtig. Jawohl! Bei dem Wetter ist es auch gar nicht mal so schlecht. Nee. Den Becher dürft ihr übrigens nur mit dem Mund festhalten und das ganze Zeug geht euch genau ins Gesicht. Außer ihr könnt es. Ja, wir können es. Und sehen trotzdem danach immer aus wie gebadet. Ja. Ich grüße Fechter. Schöne Grüße Fechter. Oh, oh, oh. Ja, wie die da fahren. Gib mir jetzt ein Handzeichen. Und Alter, Verwalter, das Ding ist ja hübsch. An Bord. Oh. Und ihr habt die Chance auf eine Freifahrt. Da ist mehr drin. Die Freifahrt. Den Becher entgegennehmen und nur mit dem Mund festhalten. Jawollo! Das Ding ist doch voll! Da wünsche ich euch einen guten, ne? Unschlagbar, unschlagbar, am Top of die beiden. Wagen Nummer 4, ihr vorne. Dankeschön. Können wir auch raus, oder? Hilfe! Juhu! Alles klar, nach hinten, hallo, nach oben durchkommen. Nach hinten, nach oben durchgehen, bitte. Euch dann noch mit, Freunde. Einsteigen, nächste Runde. Danke. Alles klar, bitte. Freunde, kommt rüber nach hinten. Ja, die Rucksäcke fehlen noch. Moritz ist vergesslich. Wir haben die gleichen Chips wieder bekommen, die wir gerade abgegeben haben, übrigens. Guck mal da, Pandora macht eine Testfahrt. Ist leider die ganze Zeit nur am Testfahrten machen. Wir sind jetzt mal eine ganze Runde gegangen, den Fechter. Hier ist schon wieder der Eingang, wo auch die Bahn hält. Hinter mir, wirklich sehr gut besucht, ist ja das vollste Fahrgeschäft hier auf dem Platz, der Big Spin von Welte. Mein Geschmack, ein bisschen viele hüpfende Fahrgeschäfte hier auf dem Platz. Ja. Also an dem Beachjumper, den sind wir ja gerade schon gefahren. Den Big Spin, klar, die unterscheiden sich ein bisschen. Und direkt gegenüber vom Beachjumper steht auch noch Pandora, was auch so ein bisschen diese Bewegung macht, nur halt in groß. Alles schon irgendwie ein bisschen unterschiedlich, weil alle Gondeln beim Beachjumper bewegen sich die Gondeln gar nicht. Hier drehen sie sich und bei Pandora schaukeln sie. Aber ja, so vor Außenerscheinung irgendwie doch alles relativ gleich. Drehung und Arme gehen hoch. Big Spin läuft, Beachjumper läuft, Pandora werden wir gleich sehen, ob es läuft. Ja, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich auch. Also die werden wohl alle ihre Anhänger finden. So, jetzt ziehen auch ein paar Wolken auf. Es wird ein bisschen kühler. Es könnte sein, dass der Platz deswegen jetzt auch ein bisschen voller wird. Und aus dem Grund werden wir da jetzt noch mal ein bisschen Fahrgeschäfte aussuchen. Gerade die, wo die Fahrten, wo wir gerne doch eine etwas längere Fahrt haben wollen. Dazu gehört zum Beispiel auch der Avenger Royal, wie er sich ja, glaube ich, schimpft bei Zinnecker. Lange nicht mehr gesehen. Gefahren bin ich den zuletzt in... Boah. In Fechter vielleicht? Ich habe keine Ahnung mehr. Freue mich aber auf jeden Fall sehr drauf. Ist ja leider relativ selten geworden, gerade seitdem der Flash uns damals verlassen hat. Im Ausland auch, der Holländer hat seinen verkauft. In Frankreich haben wir einen gesehen, der hatte zu. Ist irgendwie nicht so. Aber ja, jetzt ist Zinnecker hier mit dem Avenger und wir werden da mal einsteigen und mal eine Runde drehen. Zeit. So lange nicht mehr gesehen, diese Kiste. Das macht einfach Spaß. Ich finde die Dinger einfach cool. Wir hatten jetzt nicht ganz so viel Glück wie du. Echt? Du hast dich ja gedreht wie der Weltmeister. Ja, da. Ja, wir haben am Anfang einmal und am Ende einmal über Kopf gestanden. Aber die Euro-Gondel, die war ja nur am Loop. Aber ist halt so ein bisschen Glückssache, wie die Gondel gerade steht und wie sie beladen ist. Aber das war auf jeden Fall ziemlich cool. Auch die Überschläge an sich fand ich extrem intensiv. So. Ja. Keine Ahnung. Fand ich cool. Und machen wir irgendwann nochmal, wenn wir das Ding hoffentlich nochmal sehen. Also bevor ich euch jetzt hier den größten Mist der Welt erzähle und ich hier irgendwas überhaupt nicht mitgekriegt habe, denn das ist an mir völlig vorbeigegangen. Auf den Tickets gerade stand auch noch Zinnecker drauf.
Aber Avenger wurde scheinbar verkauft an die Firma Kirschbaum aus Bayern. Das war auch das Einzige, was wir rausfinden konnten, dass sie aus Bayern kommen. Es sind Lisa und Florian Kirschbaum. Reisen mit Kinderkarussell, Bungee-Trampolin und Süßwarengeschäft. Warum nicht? Aber schön, bringt mal ein bisschen Abwechslung wieder rein, aber wird wahrscheinlich trotzdem weiterhin bayerische Plätze halten, wenn die schon aus Bayern kommen. Das ist ja nicht schlimm, wir besuchen ja auch bayerische Volksfeste. Das ist richtig. Demnächst hier auf diesem Kanal. Ja, in 14 Tagen. Schöne Ecke hier. Alles irgendwie so. Hier geht gerade die Sonne unter. Generell ist das alles sehr ganz hübsch gerade. Ich mache hier noch eben eine Story. Ah ja, und ein Offride. Das passt jetzt ganz gut mit der Sonne. Sehen Sie hinter uns die Bude, die uns mindestens 5 Minuten gebraucht hat, uns Cola zu servieren nach Bestellung. Hat ein bisschen länger gedauert, war jetzt nicht so professionell. Aber wenn ihr Bock drauf habt, euch lange anzustellen für ein Getränk, geht dahin. Hallo Lady, dann zeigt euch mal, wo der Frosch die Locke hat. Jetzt geht's los hier. Also langsam lässt Fechter hier mal die Sau raus, ne? Also die Wege, da geht noch was, aber wir haben das ja in Krange gelernt am gestern. Da war auch nicht so viel los. Also abends auf einmal so Fingerschnipsen und zack, voll. Und hier der Wartebereich, der ist jetzt auch schon längere Zeit voll. Bei der Musik, da muss man ja auch einfach fahren, ne? Das machen wir jetzt auch. Here you go, 3. Ja, die wilde Maus vom Bad, wo immer noch das Video von 2010 aus Lüdenscheid läuft. Ja. Das ist wirklich sehr altbacken, eines meiner ältesten Videos ever. Wir sind jetzt gerade Feiter gefahren, ja, das haben wir fast vergessen. Stabile Tickets hatten wir, eine stabile Fahrt. Wir hatten alles war stabil an dieser Fahrt, es war einfach genial. Und jetzt dreht er da seine Runden, macht Schlagerparty, jetzt ist gerade Julian Sommer am Start und gerade war auch noch die Laila mit an. Und die Flippers. Ja, und die Flippers, die waren auch mit am Start. Jetzt werden wir erstmal weitergehen und High Impress aufsuchen. Ja. Gut. Können wir bei Sarah Kimmes Leben auf YouTube vorbeischauen. Und jetzt werden wir dieses Gerät... Das war doch eine schöne Abkühlung. Naja, wir werden jetzt dieses Gerät einmal einnehmen und ausprobieren. Abfahrt! Oh Gott, Alter! Ja, genau! Mit Vollgas! Alter Verwalter, war das geil! Die Bügel bitte nach oben drücken, bitte Nutzergasse in Ausschau. Das war definitiv eine der besseren Fahrten. Bitte Nutzergasse in Ausschau. Das war schon richtig geil. Für 5 Euro seid ihr auch mit dabei. Ich muss ja sagen, es passt wie in Hannover hier. Aber ich finde nichts. Nicht? Keine Pizzabude. Ach, guck mal, hier ist zufälligerweise eine. Ah, hier ist ja die 10. Hier gibt es sogar gefüllte Pizza. Ja, die ganze
Pizzabude heißt übrigens so. Das ist aber wirklich ja nochmal Abwechslung, weil die anderen 30 Pizzabuden auf dem Platz haben normale Pizza. Ja, die ersten Zelte drehen die Musik auf. Da hinten beim High Impress, der Gang, der ist auch richtig, richtig voll schon. Hier im Inneren, da kann man sich noch ein bisschen gut gehen lassen. Wir biegen jetzt hier mal rechts ab. Hier auf der Kante, da steht noch der Ghost Rider. Letzte Mal, wo ich hier war, da gab es da den Commander noch zu erleben. Jetzt ist es hier der Ghost Rider. Es hat sich was getan in der Aufklärung Ghost Rider 1 und Ghost Rider 2. Denn Ghost Rider 2 baut gerade in Luxemburg auf. Ja. Live in Farbe auf Bildern erlebt, gesehen. Beide Anlagen sind noch da. Eine steht jetzt in Luxemburg, eine hier in Vechta. Die in Luxemburg, die schauen wir uns dann nächste Woche mal an. Ja. Große Ankündigung, wir fahren nach Luxemburg, Leute. Und ja, jetzt werden wir erstmal hier den Ghost Rider fahren. Wie immer Mustard mit. Fünfer kostet das Ganze, ne? Ja. Schmeißen wir uns da mal rein und drehen Rötchen. Alles klar, wir legen los, wir geben Gas, jetzt kommt schon die Maschine, Baby. Hey, hey, wir drehen die Kamera. Zelten schon gut was los. Ja, so langsam geht's rund. Auf den Wegen geht's noch, aber die Fahrgeschäfte, die werden auch schon gut gestürmt, ja, muss man sagen. Voll. Ich hoffe, das hält sich dann auch so schön lange. Wir sind hier auf alles gefasst, Leute. Wir sind auf alles gefasst. Aber man durfte uns auch nicht zu große Erwartungen, glaube ich, wecken. Nicht, dass das, also ich habe schon fast das Gefühl, die Leute übertreiben hier ein bisschen. Ja, also wenn, ging jetzt mehr ja ab an so einem Samstagabend. Also wir haben ja immer gesagt, Wenden ist die krasseste, vollste Kirmes der Welt. Und dann kamen wir in Koltare. Da wart ihr noch nie in Vechta und was auch immer. Jetzt waren wir in Vechta. Also noch sind wir nicht fertig. Aber morgen sind wir auch wieder in Wenden. Ich will es nur sagen. Ja, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt aber auf jeden Fall hier bei der Wurstbude. Wurst an die Macht. Auf jeden Fall noch mal kurz was trinken. Die waren sehr nett zu uns. Die haben uns Trinken gegeben. Nicht in 5 Minuten, sondern deutlich schneller. Und ich muss ja auch noch mal ein großes Lob da lassen. Neben den ganzen Festzelten gibt es auch unzählige Biergärten hier. Ja, und alle haben sehr viele Sitzgelegenheiten. Also das sucht man ja auf vielen Festen wirklich vergeblich. Hier in Vechta, wenn ihr sitzen wollt, das kriegt ihr schon irgendwie hin. Ja. So, und wir holen uns jetzt mal eben hier noch eben ein paar Getränke. Dann setzen wir uns vielleicht auch mal kurz hin. Und dann steht hier auch der Break. Ist ja noch jung. Denn die Nacht ist jung. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Wir haben gerade richtig Spaß hier. Die Fahrgeschäfte haben alle richtig geile Stimmung. Also, ob es jetzt High Impress ist, ob es am Ghost Rider war gerade, da ist richtig gut was los. Und ihr seht es ja auch. Alter, es ist rappelvoll. Aber es ist halt noch nicht das, was immer alle gesagt haben. Und jetzt holen wir uns was zu trinken. Ja. Wenn wir dann hier durchkommen. Wir würden gerne zur Breakdance-Kasse, aber geht gerade nicht. Doch, geht schon. Ist gerade voll. Hier waren gerade nette Leute. Sarah hat aus Versehen ihre Kamera liegen lassen am Tisch. Und da sind sofort welche aufgesprungen. Hier liegt noch eine Kamera und so. Sehr nett. Danke, falls ihr das seht, was wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich ist. Jetzt geht's erstmal Breakdance fahren mit Stimmung und voll. Ja. Das ist
werden wir noch auf rein hier. Neue Reiter. So, neue Partnerschaft auf Initial für den Einsteiger, Zuschauer dabei sein. Platz werden wir halten. So, wer keine Brillenabs hat, Fahrbahn verlassen, es los hier, Leute, wir schatten. So, Fahrbahn frei, runter von der Fahrbahn, es los. Also was da gerade zeitweise am Breakdance abging, das war schon, ja, kann man mal machen, muss man aber nicht, ne? Ja. Also es war zeitweise wirklich rappelvoll. Dann ist aber auch gerade mal so, ja, wenn wir schön reden, anderthalb Minuten gefahren, hat in 10 Sekunden gefühlt das ganze Geschäft beladen, ist wieder anderthalb Minuten gefahren. So lange, bis halt dann gar keiner mehr da war. Und dann waren da wirklich leere Gondeln, auf die gewartet werden musste, dass die halt wieder besetzt werden. Ja, dann wurden die Fahrten auch wieder einen Tag länger, dann wurde es natürlich auch wieder ein bisschen voller und dann ging wieder in die Minutenfahrten rein. Also es ist wohl auf und ab da beim Breakdance gewesen. Wir sind jetzt hier mal ein Stück weitergegangen und sind angekommen bei... Richtig. Da werden wir jetzt eine Runde mitfahren. Ja. Da geht's ja auch immer gut ab, aber ist nicht ganz so voll wie beim Breakdance. Ist ja entspannter alles. Und wie wir die erkannt haben oder so, das passiert ja öfter mal. Und ein Foto machen wollen, sind wir auch komplett offen für. Aber wir haben das jetzt schon ein paar Mal erfahren, dass die Leute da ankommen und uns direkt in den Arm nehmen, uns die Hände reichen oder sonst was tun. Seid euch bitte immer noch im Bewusstsein, wir kennen euch nicht und wir nehmen nicht einfach irgendwelche fremden Leute in den Arm. Und das hat Sarah gerade auch schon gesagt. Wenn das so weitergeht und da die Leute einfach irgendwie jemanden anfassen, dann können wir halt irgendwann auch nichts mehr machen. Und dann sagen wir halt komplett so, nö, dann können wir keine Fotos mehr mit euch machen. Ist dann leider so. Aber so ein bisschen Abstand muss man da auch halten, das ist halt einfach. Es ist halt auch immer noch so ein bisschen in der Zeit, wo man so ein bisschen aufpassen sollte. Ich meine, klar, Corona und sowas, da müssen wir uns jetzt keinen Kopf mehr drum machen, wenn wir auf solchen Festen hier rumrennen. Aber ja, wie gesagt, wir kennen euch nicht, man muss es nicht drauf anlegen und bitte fahrt da so ein bisschen zurück. Wir machen gerne Fotos mit euch, wir stellen uns auch gerne neben euch oder so, aber da jemanden direkt in den Arm zu nehmen oder sowas, da sind wir einfach auch nicht die Typen für und ja, bitte respektiert das auch so ein bisschen. Und jetzt fahren wir Octopussy. Hey! Wie sieht's aus hier? Alles hoch die Hände im Bauch! So, wir knacken gleich die 0 Uhr Marke. Sarah ist noch voll, oder? Geht gerade erst so richtig los. Man merkt ja, dass die Rundfahrgeschäfte hier doch eine deutliche Überzahl haben. Sobald ein Hochfahrgeschäft am Start ist, merkt man hier halt schon, die sind beliebt. Und hier haben wir zum Beispiel den riesigen Starflyer Aeronaut von Hufnagels. Die sind dieses Jahr wirklich überall im Doppelpack unterwegs. Selbst der Infinity, der gehört ja auch denen. Auch ein Hochfahrgeschäft. Beides rappelvoll. Und hier beim Aeronaut, ihr habt zwei Wartebereiche. Das ist einer davon. Auf der anderen Seite habt ihr das gleiche nochmal. 7 Euro eine Fahrt. Und ja, läuft hier, ne? Die machen halt alle mit. Die Fahrten sind entsprechend lang, aber wie gesagt, das ist halt normal bei so Volkirmesplätzen, das ist nicht nur hier in Vechta so. Es ist schon normal, dass man, wenn voll ist, nicht mehr so lang fährt. Also, ihr seht, wie der jetzt hochrast, dann dreht er da oben ein paar Runden und dann rast er genauso wieder runter. Mir hat alles angefangen. Wir haben uns, glaube ich, so langsam nach unserem Debakel in Soest erholt, wo der Bixwin dann ja am Folgetag mal eben auf 6 Euro erhöht hatte. Schaut einfach mal rein in den Vlog. War ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Hat so ein bisschen sauren Beigeschmack hinterlassen. Aber jetzt stehen wir hier vor dem Bixwin und auf einmal sind die Fahrten wieder richtig geil. Hier ist voll die Stimmung, voll der Abriss. Die Musikboxen sind ein bisschen in die falsche Richtung gerichtet. Man kriegt hier vorne nichts mit. Aber hier die Losbude hinter uns, die ist lauter als der Bixwin, wenn man hier steht. Also
ein bisschen komisch, aber du kriegst halt von der Stimmung nicht so viel mit. Aber er spielt gute Musik. Ja, sehr gute Musik. Wir gehen jetzt mal in das Geschäft rein, da sollte man es besser hören. Und ihr kriegt ein paar On-Ride-Ausschnitte und hoffentlich wird da der gleiche Abriss gemacht wie im Off-Ride gerade. War schon ganz geil eigentlich. Musik, passte ja. Alles. Kann man eigentlich überhaupt nichts gegen sagen. Und deswegen gibt das jetzt hier einen Plus, oder wie man das auch immer nennt. Ja, die Fahrt war auch gut. Auch an Laufgeschäften mangelt dem Stoppelmarkt 2022 nicht. Ich zähle jetzt gerade mal durch. 1, 2, 3. Drei? Ja, drei. Drei Stück müssten es sein. Wir haben hier wahrscheinlich das größte und wohl spektakulärst aussehende direkt nebenan. Hier haben wir erstmal ein fettes Zelt, wo natürlich jetzt hier Brati ist. In allen Zelten, also es gibt verdammt viele Zelte hier in Vechta. Also für ein norddeutsches Fest finde ich das schon beachtlich. Das kennt man vielleicht aus Bayern oder so, aber auch nur auf größeren Festen. Aber die haben hier immer so kleine schnuckelige Zelte stehen, wo auch mal mehr, mal weniger los ist, aber ist ganz nett. Hier, wie gesagt, jetzt das große Laufgeschäft Pirates Adventure ist eher so eine Art Simulationsanlage, wo ihr auch durch mehrere Räume geht. Ist natürlich ein Familiengeschäft, was jetzt nicht mehr ganz so voll ist. Genau wie auch die anderen Laufgeschäfte. Wir haben einmal hier die, Chaosfabrik. Ist ja ein neues Geschäft von Meier. Das steht noch drüben mitten auf dem Platz. Und Glasiergarten Downtown heißt da. Klassischer Glasiergarten ohne weiteres. Großartig drumherum. Die Kinderfahrgeschäfte machen natürlich auch entsprechend zu. Sperren hier auch ab, damit die Leute nicht draufgehen. Und hier, die wollen jetzt hier ganz laut singen gehört werden. Wollen wir mal hier reinschauen? Ist auch eine relativ große Portion. Sarah holt gerade Trinken und mittlerweile, also wir haben jetzt nach 1 und das ist auch so der Punkt, wo es hier tatsächlich ein bisschen unangenehm wird, weil du nur noch Besoffene hast, irgendwelche völlig Geisteskranken, die über den Platz rennen und dich, irgendwo hinschubsen gefühlt und es wird halt einfach irgendwie ein bisschen unangenehm. Riesenrad gibt es hier übrigens auch, also nicht, dass ich hier irgendwie was weglasse. Direkt neben dem Breakdancer. Aber ihr seht wahrscheinlich erst das Riesenrad und dann den Breakdance. Aber wir machen jetzt mal hier den Breakdance-Lagecheck. Und ich sag dir, es ist gar nicht mehr so voll, ne? Also sehr übersichtlich hier am Breaky. Uhrzeitencheck, 2:30, wa? Ja. So. Es lässt ein bisschen nach. Hier hinten ist schon alles dicht, aber da geht es sowieso nicht weiter. Was ich sehr interessant finde, ist, Reitbahnen gibt es hier in Vechta gleich 2. Woanders werden sie abgeschafft. Hier gibt es direkt 2. Einer hier neben dem Breaker
was schon sehr nah dran ist, meiner Meinung nach. Und eine hinten direkt gegenüber vom Big Spin, da wo wir reingekommen sind, da ist auch noch eine. Ich finde es auch dafür, dass die eine bis 4 Uhr oder so durchziehen ab und zu. Man, teilweise habe ich ja schon Geschichten gehört, dass sie um 7 Uhr noch Breakdancer fuhren oder andere Geschäfte. Sehr, sehr, sehr viele Leute, die schon wirklich gut was getrunken haben. Ich weiß ja nicht, wenn das hier noch bis 4 Uhr heute geht, wie das hier dann um 4 Uhr aussieht. Anbindung hier über Nacht. Also die haben so drei Züge sind das, die den Nachtverkehr zusätzlich jetzt noch fahren hier. Die kommen einmal so um 2:30, 3:30 und einer glaube ich um 3:30 noch. So an sich ist es alles so bis 12, 1 Uhr relativ aushaltbar gewesen, aber jetzt nervt es. Wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung Bahnhof, damit wir da jetzt einen neuen Zug kriegen und da auch reinkommen und dann war es das für uns hier auch. Ein kleines Fazit gibt es aber gleich noch. So, angekommen am Bahnsteig. Hier geht es gleich auch wieder zu den Zügen. Hier kann man sogar noch Tickets kaufen an so einem Ticketschalter. Aber tatsächlich, Fechter Stoppelmarkt, da steht es dran. Die haben einfach einen eigenen Bahnhof hier. Auch da vorne richtig fette, normale Bahnschilder quasi, ja, wie an jedem Bahnhof. Voll gut. Ja. Damit war es das für uns hier vom Stoppelmarkt. Im Hintergrund sieht man es noch mal ein bisschen. Und ihr seht vielleicht auch im Hintergrund, dass es noch rappelvoll ist. Also wir haben wirklich jetzt gleich 2:30. Der Platz ist rappelvoll. Das ist schon beachtlich. Das ist schon krass. Also ich würde jetzt auch sagen, es gibt keinen anderen Platz, wo es in dieser Zeit noch so voll ist. Ist mir nicht bekannt. Düsseldorf macht um 2 Uhr zu und dann wird auch alles noch runtergeschickt. Oktoberfest in Stuttgart brauchst du gar nicht vor Anfang, die werden auch alle sofort runtergescheucht vom Platz. Das ist schon cool, dass du so eine Open-End-Veranstaltung hast, wo wirklich die Besucher das auch ausnutzen. Es gibt sicherlich noch andere Open-End-Veranstaltungen, da wird trotzdem um 11 Uhr zugemacht oder so, weil halt keiner mehr da ist. Und hier wird halt Ramazama gemacht. Es gibt da wirklich Stories, da sind hier, wie die um 7 Uhr noch weggefahren haben, die Leute, und dann noch eine Schlange hatten. Und um 10 machen die wieder auf dann, so weißt du. War heute definitiv nicht so. Wie gesagt, die Fahrgeschäfte sind jetzt doch relativ leer gewesen. Schon um 3:30, muss man dann jetzt sagen. Außer der Falter, der ist noch brechend voll. Ja, der Falter ist rabbelvoll, der steht ja auch mitten in den Zelten. Wahrscheinlich auch. In den Zelten ist auch noch gut was los. Ich kann mir auch vorstellen, dass die heute noch so bis 5 Uhr wird das bestimmt auch gehen. Da haben wir Fechter jetzt auch mal erlebt. Bis morgens durchziehen müssen wir jetzt nicht. Unser Hotel ist schon ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich um 10 Uhr da raus müssen. Schauen wir mal, wie das so wird. Weil ich möchte eigentlich ein bisschen länger schlafen, glaube ich, morgen. Aber sonst war es echt cool. Ich fand auch in der Avenger war nochmal ein richtiges Highlight. Das war cool, den mal wieder zu fahren. Generell das jetzt alles mal erlebt zu haben, war echt cool. Zwischen 8 bis 12 war mega. An allen Fahrgeschäften mega gut. Ja, danach wird es halt immer so ein bisschen ekelig. Ja, aber es ist halt auf jedem Platz so. Aber ich finde es halt gut, dass auf den Plätzen noch gefeiert wird. Es gibt ja auch andere Plätze, da gehen die Leute halt nur noch hin oder gehen nur noch über den Platz, fahren nichts mehr. Da gibt es aber auch keine Möglichkeiten zu feiern oder zu trinken. Das ist definitiv cool. Und das ist cool. Die haben wirklich, weiß ich nicht, wie viele es sind, aber es sind definitiv über 10 Festzelte, die auf dem Platz stehen. Auch über 20. Die sind alle gut ausgelastet. Manchen ist richtig Party drin. Das ist cool. Und ich finde es geil, dass man die Feste noch so feiert. Ich definitiv, für das, was vorher erzählt wurde, habe ein bisschen mehr erwartet. Das, was ich jetzt aus Wänden erlebt habe, an der Fülle von Menschen. Ich habe jetzt Maximum auch so erweiterte Queue-Lines bei allen Fahrgeschäften und sowas erwartet. Das also, dass die Fahrgeschäfte eingerannt wurden, das gab es hier tatsächlich nicht so stark, wie das, was wir in Wänden bei uns im Sauerland immer so erlebt haben. Ja. Und du kannst dich ja auch noch normal vor- und rückwärts bewegen. Ja. Nicht so wie
teilweise in Soos, wo es dann einfach mal minutenlang überhaupt nicht mehr weitergeht. Aber das muss ja jetzt hier auch kein Vergleich sein. Es ist eine Top-Veranstaltung. Ich verstehe jeden, der sagt, ihr müsst mal nach Vechta gefahren sein. Vechta ist ein super Platz. Stimme ich vollkommen zu. Fahrt auf jeden Fall mal hier hin. Das ist mega cool, weil es halt einfach mitten in den Karpaten liegt. Ihr könnt mit dem Zug bis vor den Platz hinfahren. Ja. Das ist eine super coole Veranstaltung. Das wird top organisiert ja auch alles. Die wissen ja, was tun. Da steht Tradition hinter. Ganz viele Leute wie in Soos mit Aufklebern überall vollgeklappt. Die leben hier für das Fest tatsächlich. Und ja, wirklich eine tolle Veranstaltung, die sich leider immer mit sehr vielen Festen überschneidet. Krange ist bei uns halt, wir haben Wenden, wie jetzt besprochen halt schon, es ist für uns, bei uns in der Umgebung halt einfach ein Fest. Das nimmt man einfach mit, das gehört dazu, weil da eben 3 Tage lang auch komplett Abriss gemacht wird, wie es halt hier auch ist. Ein bisschen kleiner, aber da ist ein Wochenende bei uns voll und da ist für Vechta halt meist nie Zeit gewesen. Ob das sich jetzt in den nächsten Jahren ändert, gucken wir mal. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was für Fahrgeschäfte hier stehen. Aber wird auf jeden Fall immer auf dem Plan bleiben, Vechta. Ist schon cool, aber ich muss hier tatsächlich auch in den nächsten Jahren nicht mehr so bis tief in die Nacht, so jetzt bis 2, 3 Uhr, wie wir es jetzt gemacht haben. Dann würde ich einfach gehen, sobald die Stimmung dann nachlässt oder wir durch sind. Oder dass man vielleicht ein bisschen früher kommt, irgendwie schon so gegen 3, 4, dann aber auch so um 11, 12 dann wieder abhaut. Und danach wurde es halt wir wirklich... Wir gehen halt nicht in die Zelte und wir trinken auch kein Alkohol und dann... Wie gesagt, Stimmung ist da, in den Zelten auch, aber wenn du dann über die Wege gehst und mit dem ganzen Gesaufe hier eigentlich gar nichts am Hut hast, stört es halt ein bisschen. Darum genug gemeckert, wie gesagt, aber sonst eine Top-Veranstaltung. Ich verstehe jeden, der sagt, der ist geil hier, ja, kommt auf jeden Fall vorbei. Hier. Es ist cool gemacht auf jeden Fall. Ja. Wir werden uns jetzt hier irgendwie so einen Platz in einem Zug ergattern. Hier warten schon so ein paar. Es wird gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und damit verabschieden wir uns hier aus Vechta vom Stoppelmarkt 2022 und sehen uns im nächsten Video wieder. Also tschüssi. Tschüss.